Wunderbar, dann wird schon mal Sand für Einola gesammelt. Was wollt ihr sonst noch? Holz. Ja, Holz kann ich euch auch geben. En masse, das ist kein Problem. Baue ich sogar noch ein weiteres Lagerhaus, das dann von dieser Seite alles mit ranliefert. So hätte ich das noch mit drin. Straße hinzufügen. Und dann geht's los. Einen Holzsammler. Wo sind die Holzsammler? Da. Ja, und dann machen wir uns mit diesem kleinen Zeug hier sehr viel Freude. Weil wir dann nämlich die andere Stadt versorgen und damit dafür sorgen, dass diese weiter wächst und noch mehr haben möchte. Straßen kommen mit dazu. Ja, ich weiß, dass du keine Anbindung hast. Das hast du aber früh erkannt. Nicht schön, aber selten. Pflegte meine Mutter immer zu sagen. Sehr schön. Gut, Holz wird jetzt auch kommen, wenn auch nicht in Massen, aber immerhin 5-mal. Die brauchen sowieso 7-mal, das ist okay. Dann wollen sie Erdgas, Kohle, werdet ihr nicht bekommen. Das wird weiterverarbeitet. Und ihr könnt jetzt noch Hopfen von mir kriegen. Ich glaube, dann sind wir soweit durch. Hopfen kann ich auch hier vorne fertig machen. Das ist in Ordnung, das kriege ich hin. Also, wieder eine Straße. Ziehen wir die hier mal runter. Das Lagerhaus hat diese Reichweite. Das heißt, die Farmen für Hopfen werde ich hier gleich mit ranbringen. Eins. Ich will immer gleich die weiteren Farmen bauen und dann fällt mir auf, oh, man muss ja erst die Felder setzen, sonst wird das nichts. Hopfen. Und noch eine Farm. Zwei. Drei, vier, fünf. So. Und dann brauchen wir noch Wasser. Sammler für Wasser. Guti. Und du bringst das Wasser dann einmal hier hin und einmal dahin. Und der Hopfen, der wird reingebracht, hoffe ich. So. Und dann natürlich hier drüben im Bauernmarkt verkauft. Apropos Bauernmarkt, der bekommt jetzt auch noch eine Extrastraße. Brauchen die nicht hinten rumfahren? Commodore möchte ebenfalls Holzbretter haben. Ja, da könnt ihr lange warten. Denn da kann ich keine Holzbretter hinbringen. Außer ich mache hier auch noch eine Holzbrettfirma. Aber das wäre Blödsinn. Immerhin will hier keiner irgendwie Holzbretter haben. Das ist, ja, nicht wirklich lohnenswert. Ihr habt gerade mal 76.000 Einwohner. Ihr wächst, das ist schön. Aber euch fehlen ganz, ganz viele weitere Dinge. Unter anderem natürlich Öl. Ach, was könnte ich euch denn noch geben? Also Hopfen wollt ihr 6 pro 15 Tage. Ihr werdet hier sehr, sehr viel Hopfen bekommen. Oh, warte mal. Weizen? Nein, Hopfen. Ich könnte höchstens noch dafür sorgen, dass Orangen oder Kakao fertig gemacht werden. Habe ich das denn schon erforscht? Kakao ja. Orangen und Zucker und so weiter noch nicht. Heißt, wir könnten schon mal Kakao fertig machen. Wie viel Kakao wollt ihr denn? 4 pro 15 Tage. Heißt, es reicht, eine weitere Farm zu bauen. Okay. Ich glaube, die gab es auf dem Obstgarten nicht. Okay, dann auf der Plantage. Na gut. Vier, fünf. Du machst dann Kakao. Eine weitere Straße kommt mit ran. Du lieferst das Wasser bitte auch hier mit hin. Jeweils bitte bis zu 10. Also wenn es wirklich so ist, dass ich pro Feld einmal Wasser brauche, dann reicht das gar nicht aus. Da muss ich ja pro Farm auch noch einen Brunnen mit hinstellen, oder was?
Machen in 15 Tagen 5. Sieht so aus, ne? Denn hier wächst jetzt auch gerade nur ein Feld. Irgendwo hat sich eine Stadt entwickelt. Das freut mich für die Stadt. Also verstehen kann ich das Prinzip noch nicht ganz. Die brauchen pro Feld ebenfalls Wasser. Also ich probiere es einfach mal. Ich baue jetzt mal weitere Brunnen. Einen weiteren Brunnen. Und sagt dem, er soll die ebenfalls versorgen. Mal sehen, ob die anderen Felder dann auch wachsen. Hier wächst ja nur ein Feld. Muss ja irgendwie einen Grund geben. Manche werden abgeerntet, andere wiederum nicht. Der hat jetzt einmal Wasser zu viel. Aber es wird gleich verbraucht. Also das Wasser, das gesammelt wird, kommt mit rein und nur so wachsen wirklich alle Felder. Aha. Okay, kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, aber ist okay. Ja, soll mir recht sein, ist okay. Gut, Anola wird jetzt das ein oder andere bekommen. An Kakao, an Hopfen. Wird immer weiter wachsen, sind jetzt schon bei 80.000, sind weiterhin florierend, wachsen also vor sich hin, dadurch, dass sie das ein oder andere bekommen. Wir können in der Forschung zumindest schon mal Orangen und Trauben sowie Äpfel und Zucker erforschen, dann haben wir die ganzen kleinen Dinge auch schon durch. Und dann gucken wir uns mal wieder weiter um, ob uns noch irgendwas fehlt. Hier drüben ist schon wieder alles voll. Du bist mit Wasser voll. Na, das ist doch schön. Dann bekommst du auf jeden Fall genug Wasser. Die haben nicht genug Wasser. Ich glaube, ich muss dem Wasserernter nochmal sagen, dass er nicht alles voll machen soll. Aber die scheinen alle ziemlich viel Wasser zu benötigen. Pass mal auf, dann wirst du auch die und die jeweils mit 10-mal Wasser versorgen. Und bitte, ja, meinetwegen auch die Plantage. Ja, da muss ich mathematisch nochmal ran. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Wasser mit rausbringen müssen. Genehmigung, um in der Region zu bauen für 60 Monate. ...25% Unterhalt und 25% Jansen. Okay. Hab jetzt einfach mal drauf geboten für 5,41 Millionen. Verkäufer Jansen. Wer ist denn Jansen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe drauf geboten. Um in der Region zu bauen für 60 Monate. Ach, dort oben! Ah! Okay, da war doch noch eine Stadt, die ich nicht gesehen habe. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alles erobert. Oh, verdammt! Und die anderen haben bloß noch ihre eigenen Dinge. Puh, es tut mir natürlich leid für die Jungs. Aber da müssen sie durch. Das nehme ich jetzt hier mal alles raus. Produktion, Warnung. Lager sind voll. Ziellager ist ebenfalls voll. Das heißt, ihr könnt das Gemüse nicht mehr rausbringen, weil das Lagerhaus voll ist mit... Ja, mit was? Mit Gemüse. Puh, kann nicht mehr verkauft werden. Wie sieht denn der Bauernmarkt aus? Wo ist der eigentlich? Lass mich raten, ich habe noch gar nicht eingestellt, dass das dorthin soll, oder? Ernsthaft, wo ist der Bauernmarkt? What? Wo ist der hin? Ach da. Gemüse. Ziele.
Ihr müsst ja eigentlich Gemüse von sich aus runterbringen. Agrarerzeugnisse. Gemüse. Bitte dorthin. Was haben wir sonst noch? Was wolltet ihr haben? Was ist hier sonst noch drin? Hopfen. Agrarerzeugnisse. Hopfen. Bitte dorthin. So, jetzt müsste das Ding eigentlich voll werden. Gleichzeitig wird das Lagerhaus endlich leer, sodass da wieder Dinge eingelagert werden können. Sieht gut aus. Okay, dann ist das alles durch. Gameplay-Warnungen. Ja, wir haben sehr viel erforscht, das ist richtig. Viele Verträge wurden erfüllt, Lager ist voll. Wunderbar, jetzt haben wir erstmal alles rausgenommen. Okay, wir sollen einmal das Luftverschmutzungskartendingsbums aufmachen. So, sehen dann... eklig. Kaufe mindestens eine Aktie von einem konkurrierenden Unternehmen. Das können wir machen. Wir haben genügend Geld. Und die anderen sehen alle ziemlich schlecht aus. Kaufen wir mal das hier. So. Huch, haben wir auch gemacht. Baue und verkaufe einen Prototypen. Wir sollten jetzt alle Werkzeuge haben, die wir brauchen, um das Endziel zu erreichen. So sieht's aus. Das werden wir auch nutzen. Aber erstmal werden wir gucken, dass wir Anola größer kriegen. Ja, kommen immer auf die falsche Karte. Man will immer alles schließen mit Escape und dann sitzt man irgendwo im Menü. So, erstmal alles wieder zumachen. Guti. Also es läuft. Die jeweiligen Städte werden gut versorgt. Auch hier können wir jetzt noch mehr Sand sammeln. Das ist auch schön. Dann wird nämlich Commodore auch nochmal mehr Sand erhalten. Bitteschön. Was können wir euch sonst noch Gutes tun? Sand habt ihr. Öl habt ihr. Wolle habt ihr. Leder. Ja, ich weiß nicht. Leder, dafür bräuchtet ihr mehr als nur Fleisch. Ich möchte, wenn dann, wirklich alles haben. Ansonsten eine Sache zu exportieren von einer anderen Stadt. Ungerne. Ungerne. Aber das, was wir jetzt zu viel produzieren, das ist ja definitiv hier drüben Hopfen und Gemüse und sowas alles, das könnten wir rüberfahren in die andere Stadt. Ist bloß die Frage, ob ich das möchte. Swayze selber wird immer größer, also die sind florierend, die sind riesig, die kriegen immer mehr Waren mit ran, die wachsen immer weiter. Ist unglaublich, was hier abgeht. Allein Sand kommt richtig gut rein, Holz kommt gut rein. Wir haben Holz auch ausgebaut, ne? Ja, immer 5 Stück, das ist okay. Der Baumarkt, dann haben wir hier die Baurüstungen. Dementsprechend bekommen die Leute hin und wieder Wandplatten und auch mal Ziegelsteine. Sind nicht viel wert, aber definitiv vorhanden. Und wir könnten jetzt so langsam mit Plastik beginnen. Wo war denn Öl? Öl war doch hier unten. Wir wollten sowieso mit Plastik anfangen, denn wir müssen diese ganzen Buttons fertig machen, um die später entweder in Computer oder aber in die Autos zu versenken. Gucken wir mal in die Forschung. Das ist alles soweit durch. Schreinerei. Brauchen wir erstmal nichts weiter. Das ist okay. Papierfabrik, Textil, Spielzeug. Glas. Ja, Glas ist, glaube ich, auch noch wichtig für später. Glas und Metallurgie. Glas wird jetzt erforscht. Genau. Computerspeicher. Verstärkte Wand. Also das werden wir wahrscheinlich für die Autos benötigen. Gegebenenfalls. Und das hier für den Computer. Erster Computer, hier. Computerspeicher. Prototyp, nein. Fertigstellung, Abendessen. Könnten wir auch machen, Servietten haben wir ja schon. Ein Fahrwerk. Chassis. Kann Chassis in der Autofabrik produzieren. Voraussetzungen sind die beiden. Aber die brauchen kein Fahrwerk. Verbrennungsmotor. Achsen. Boah, was man dafür alles erforschen muss. Anschluss. Prozessor. Also ich finde gar nichts davon überhaupt witzig. Im Gegenteil. Und das will ja auch keiner haben. Wahrscheinlich müssen wir die Städte auch erstmal bis zur größten Stufe ausbauen, um das dann irgendwie auch verkaufen zu können.
denn ich habe noch keine Stadt gesehen, die jemals irgendwas Prototypartiges haben wollte. Wir können ja auch Dinge vom Staat beziehen oder an den Staat verkaufen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, das müsste ich noch herausfinden. Gummiröhren. Ja, wir könnten so langsam mal mit Gummi anfangen. Buttons haben wir jetzt soweit fertig erforscht. Wir können die Plastikflaschen verkaufen, das ist schön. Aber das war's dann auch. Farbe, Klebstoff. Ich guck mal ganz kurz, was die hier sonst noch so haben wollen. In dem Baurüstungsmarkt. Die würden auch Möbelbasis nehmen. Aber da muss es ja auch Möbelhändler irgendwann geben. Ich guck mal bei Swayze. Wir haben jetzt 4 verschiedene Dinge. Baurüstungen. Ja, wir können uns entscheiden. Klebstoff, Plastik. Plastik kann ich ja sowieso verkaufen, also Klebstoff noch erforschen. Beton brauche ich nicht, Flaschen brauche ich nicht. Verstärkte Wand. Gummi hat hier gar nichts zu suchen. Das heißt, die Forschung wäre völlig umsonst, zumindest aktuell. Boah, verdammt. Am liebsten würde ich euch entscheiden lassen, wenn ich das Ganze nicht im Vorfeld aufnehmen würde. Dann würde ich euch entscheiden lassen, gehen wir mehr auf Autos, auf erste Computer oder auf Fertiggerichtabendessen. Ihr könnt ja gerne schon mal fürs nächste Mal entscheiden, ob das, also für den zweiten Spieldurchgang als erfahrener Spieler, ob wir dann auf einer der 3 Basen produzieren wollen. Aber im Grundsätzlichen werde ich mich hier rum erstmal wahrscheinlich kümmern müssen. Scheinwerfer, Motorblock. Heizkörper. Das brauchen wir auch alles nicht. Wir können das nicht mal verkaufen. Das, was wir verkaufen können, haben wir jetzt erstmal schon erforscht. Ich glaube, ich gehe erstmal auf den Computerspeicher. Dafür brauchen wir das alles. Das hier auch? Dosen. Tja. Wenn wir sowieso forschen können. Warte, wir machen es noch ganz anders. Ich werde noch sagen, dass die Forschung ein bisschen schneller laufen darf. Dass wir dann bis zu 2,5 Millionen für die Forschung ausgeben können. Guck auch mal, ob wir sonst noch irgendwelche Dinge erforschen können, die wichtig für uns sind. 3 Zielslots brauche ich nicht. 5 Felder Sammelreichweite. Füge 5 Felder für das Lagerhaus hinzu. Nö, will ich nicht. Gibt Lagerhäusern plus 10 Kapazität. Das klingt gut. Plus 15 Kapazität nehme ich auch noch mit rein. Der Truck kann auf jeden Fall mehr Kapazität benötigen. Dann die Züge nehmen auch dementsprechend mehr mit. Zuggeschwindigkeit werden wir erhöhen. Zeppeline werden wir erforschen. Boote. Boote brauche ich eigentlich nicht. Das hat sich erledigt. Das kann raus. Aber Zeppeline nehme ich mit rein. Ja, ich glaube, dann ist das Wichtigste durch. Einbahnstraßen brauche ich nicht. Aber oh ja, die Geschwindigkeit der Straßen. Oh, geht gar nicht. Wir müssen erstmal fertig erforschen. Gut, dann erforsch mal. Viel Spaß. Hier ist noch genügend Wasser mit drin. Und die haben 3 Farmen. Das ist natürlich ungewöhnlich. Hier auch. Forschung abgeschlossen, sehr schön. Ihr habt zu viel Baumwolle. Ich muss irgendwas mit der Baumwolle anstellen. Das wollten wir die ganze Zeit schon. So, gucken wir mal. Wir haben ja jetzt die Sommerkleidung erforscht. Das heißt, wir machen jetzt die Kleidungsindustrie noch weiter. Ihr macht die ganzen Fasern fertig. Ich kann hier noch eine weitere Textilfabrik reinbringen, die Fasern produziert. So, aber erstmal gucke ich, was die Sommerkleidung braucht. Die braucht die beiden Dinge, okay. Farbe und Stoffe. Dafür müssen wir erstmal ausrechnen. Farbe. Farbe wird sowieso, glaube ich, hier bei den Stoffen schon benötigt. Einmal. Du bringst das in die Textilfabriken alleine. Du nur in die 7. Warum auch immer in die 7. Dadurch ist das Lager hier auch schon voll. Okay. Heißt, wir bauen hier auch noch eine weitere Textilfabrik, die dann die Sommerkleidung fertig macht. Braucht dafür leichte Stoffe und Farbe. Du bringst das Ganze ins Bekleidungsgeschäft, das ändern wir jetzt. So, kannst nebenbei noch ins Bekleidungsgeschäft bringen. Obwohl, ich mache noch eine Textilfabrik. So, dann darfst du nämlich beide Fabriken versorgen. Oh, warte. Sommerkleidung.
Die brauchen auch 45 Tage. Das ist okay. So, und eine letzte Textilfabrik stellen wir ebenfalls hier mit hin. Und dann brauchen wir noch einen Antiluftverschmutzer. Du bringst das ins Lagerhaus, was an leichten Stoffen fertig gemacht wird. Bringst du aber nicht ins Lagerhaus, sondern bitte gleich ins Bekleidungsgeschäft. Danke. Dann brauchst du auch noch weitere Fasern und Farbe. Heißt, Farbe wird hier produziert und da produziert. So, du bringst das Ganze hier rein, hier rein und hier rein. So, in die 7. Du bist die 7. Von wo beziehst du das Zeug? Die 7 wird schon versorgt, ist alles okay. Brauch noch einen Antiluftverschmutzer. Einen Luftreiniger. Und dafür dann noch mehr Wasser. Du bringst schon alles überall hin. Heißt, ich brauche noch einen Wassersammler. Gut, du fährst es bitte nicht ins Lagerhaus, sondern direkt dorthin. Ihr habt nicht genug Wasser, also bringe ich euch noch mehr Wasser dazu. Okay. Swayze möchte Holzplatten.